Wir haben verschiedene Möglichkeiten und wir machen jetzt mal was für die Schnellkraft. Das heißt, was ja beim Golf auch wichtig ist, dass man die Bewegung schnellkräftig ausführen kann. Das heißt, wir können explosiv trainieren, also explonic. Das heißt, wir machen hier schnellkräftige Bewegungen, wo man wirklich mal übers normale Maß hinaus beim Krafttraining arbeitet. Mhm. Und das schauen wir uns jetzt mal um. Trainingsgewicht mache ich ein bisschen weniger, weil es soll ja schnellkräftig sein, dann nimmt man nicht so hohe Gewichte. Okay. So, jetzt pass auf, jetzt geht's los. So, schaut jetzt ein bisschen anders aus wie vorher. Das heißt, du hast jetzt erstmal 6 Aufwärmbewegungen. Mhm. Genau. Ein bisschen leichter. Geht das vom Gewicht? Ja, ja. Okay. Total. Genau. Und dann kommt praktisch wie auf dem Oktoberfest, hau den Lukas. Okay. Das heißt, du musst schauen, dass du dann den Balken so schnell wie du kannst nach oben treibst. Da ist jetzt der Balken und dann musst du so schnell wie es geht anziehen. Also ganz schnell, kräftig Spannung und jetzt gib Vollgas. Zack. Ja, langsam nachlassen und wieder Vollgas. Zack. Jawohl, nachlassen und gib Gas. Zack. Und ruhig nachlassen, das war Highscore. Und gib Gas, da geht noch mehr. Komm, ganz schnell kräftig, komm, zack. Jawohl, und langsam. Und auf geht's, komm. Okay, Pause. Jetzt ist kurz Pause. Genau, Zeit lassen. Und jetzt wieder Vollgas, auf geht's, komm, auf geht's. Jawohl, Highscore. Und komm, gib Gas. Jawohl, da gehen noch mehr, komm. Und auf geht's. Jawohl, nochmal Highscore. Und gib Gas. Gut. Und 2 noch, komm, jawohl. Und der letzte, komm, bleib stabil und zieh an. Okay, okay. Passt. Okay. Okay. Auch ein Gerät, das ich hasse, das ist für die Abduktoren, also für den Außenbereich. Ja, ist die hüftstabilisierende Muskulatur, also ist ganz wichtig beim Golf, weil du ja die Rotation gerade über die linke Hüfte als Rechtshänder. Das ist immer eine relativ hohe Belastung auch für die Hüfte. Und es ist wichtig, hier diese Hüfte wirklich super zu stabilisieren und vor allem den Hüftkopf in der Pfanne zu zentrieren. Und das ist eine Muskelgruppe, die ganz wichtig ist zum Stabilisieren der Hüfte. Das ist locker, ja, weil ich das letzte Mal Kraftmessung mache. So, dass du stabil bist, auch wieder Körperspannung im Bauchnabel einziehen. Ja. Immer eine Körperspannung aufbauen, das ist wichtig. Das ist auch so, dass es sich am Anfang immer leicht anfühlt. Genau. Und dann so ab der Hälfte fängt es richtig an der Außenseite, auch da, wo die Muskeln angefangen sind zu brennen. Ja, weil es natürlich eine relativ kleine Muskelgruppe ist und die natürlich dann relativ schnell dann in die Ermüdung kommen. Ja? Die Aber grundsätzlich ist es schon richtig, dass wir die ganzen Übungen eigentlich immer kleiner machen sollen, oder? Kommt immer auf das Trainingsprogramm an, aber so zwischen 1 und 4 Sätze, sage ich mal, ist so, je nachdem, was das Ziel ist. Genau. Ich mache 2. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber jetzt wird mein Kopf langsam rot. Ja. Okay, gut. Das ist anstrengend. Und jetzt seht ihr das Gerät, wo ich ganz schlecht bin. Und die Adduktoren sind halt ganz wichtig. Steht auch da, extra auf dem Gerät. Das ist halt wichtig für die, dass man sich weniger verletzt. Und das ist gerade bei den Golfern, dass man sich hier nicht verreißt im Innenbereich. Na, das Problem ist generell, dass die Adduktoren bei den meisten Menschen zu schwach trainiert sind. Also man hat ja immer früher bei den Fußballern schon Adduktorenverletzungen. Und los geht's. Und Jens, schwitzt auch schon? Schon beim Zuschauen. Genau, ganz wichtig ist einmal das ruhige Nachgeben, diese ruhige Bewegung zurücklassen, immer auf Spannung bleiben, dass man immer die Spannung hält, dass man nie in eine Entlastungsphase kommt. Dann ist es für den Muskel halt auch super effektiv. Nicht entlasten. Wie bitte? Nicht entlasten. Nicht entlasten, genau. Deswegen immer sauber die Kurven halten und immer auf Spannung bleiben. Genau. Dann ist es perfekt. Gut. Ja, das kommt schon, gell? Der Blick wird etwas weniger lächelnd. Ja. Die Spannung ist da. Ja, jetzt kommen auch die Hilfsmuskeln schon ein bisschen an den Start. Sie muss schon arbeiten. Ah, das schafft sie jetzt schon. Komm, die letzten 4, das schaffen wir schon. Komm, auf geht's. Komm, zieh durch. Da geht schon was. Na komm, jawohl. Oh. Okay, gut. Warte, bin ich nicht so schlecht? 96 geht gar nicht. Alles gut. Gleich nochmal. Du dich richtig schön mit den Beinen abstützen. Lendenwirbelsäule bleibt hier dran. Und jetzt drückt man Spannung und jetzt drückt kräftig nach hinten. Rücken gerade und jetzt geht's nach hinten. Und langsam nach vorne. Geht so? Genau. Bleib da schön dran. Abstützen. So ist perfekt. Genau. Dynamisch nach hinten. Und das ist ja da ganz wichtig, dass man die Rückenmuskulatur, Bauchrücken, seitliche, schräge Bauchmuskulatur, also die Stabilität im Rumpf ist brutal wichtig.
Und was da Alex und mir aufgefallen ist bei den Übungen, also sie hat immer so, als ich weiß nicht, ob das bei Frauen normal ist, also wir haben geschaut, was ist der Unterschied jetzt, weil sie will ja immer wissen, wie viel ich habe und das Ganze. Also du liegst bei den Frauen so 60-70% hinter den Männern. Ich weiß nicht, wird normal sein. Na gut. Ja gut, kommt natürlich auch drauf an, ist ja klar. Es ist einfach das Thema, dass die Männer natürlich von Haus aus mehr Muskelmasse haben, in dementsprechend mehr Körpergewicht oft. Ja. Und das ist ja immer Kraft im Verhältnis zum Körpergewicht, muss man einmal sagen. Man muss immer ins Verhältnis setzen. Genau, ja. Und zwar gehst du einfach so über die Diagonale, stellst sie hier her. Und jetzt machst du nichts anderes, wie dass du hier nach hinten arbeitest. Gell? Bleibst da stabil und arbeitest hier richtig schön in die Schultern, Schulterblätter nach hinten zusammen. Ja? Und du kannst halt hier je nachdem den Winkel etwas nach unten oder ein bisschen weiter oben wählen. Du hast immer eine andere Position der Schulter. Wichtig ist einfach so eine stabile Position. Sagen wir wieder in der Ansprechposition beim Golf, ein bisschen tiefer. Spannung, der Rücken ist auch wieder relativ aufrecht, so wie beim Golf. Und jetzt arbeiten wir aber eben nicht nach vorne, sondern jetzt arbeiten wir genau dagegen. Stabilisieren den Rücken schön gerade, genau. Genau, und richtig schön nach hinten rein, genau. Ein bisschen mehr nach hinten, oder? Schulter jetzt ist super. Und dann kommt richtig schön die Schultermuskulatur, da der ganze Bereich. Genau, die Arme schön lang lassen. Und jetzt mal richtig mal so 15 bis 20 Wiederholungen. Sind da überhaupt Gewichte dran? Ja, das kommt schon. Das ist schon spüren, gell? Das ist jetzt am Anfang. Es geht bei der Übung nicht unbedingt jetzt nur um hohes Gewicht und Maximalkraft, sondern auch wieder ein bisschen um Mobilität in der Schulter. Ja, dass man eben aus dieser Position, die du beim Golf hast, diese Verkürzungsposition, einfach mal in die Aufrichtung kommst. Ja? Also einfach wirklich eine Gegenbewegung, also Rückenmuskulatur kräftigen, Brustmuskulatur dehnen. Genau, ein bisschen höher die Arme. Ja, genau. Danach, ja, genau. Kopf bleibt stabil. Also nur die Schultern arbeiten, der Körper bleibt stabil. Und du schaust, dass du die Schulterblätter hinten zusammenbringst. Genau, und immer die Spannung halten. Aber wenn du es nach vorne lässt, langsam, gleichmäßig Körperspannung und schön nach hinten arbeiten. Genau. Die ersten 10 Wiederholungen gehen relativ problemlos, aber dann. Und jetzt ist das natürlich nochmal ein bisschen eine andere Herausforderung, gell? Aber, ja, ich tue mir jetzt da nicht so schwer, weil das ist was ich fürs Golf immer brauche. Aber das ist wichtig, die Übung ist mit Sicherheit wichtig. Du hast dann die Stabilität im Rumpf, was du für einen Golfschwung auch einfach brauchst. Und das da ich jetzt, ja Schlägerkopfgeschwindigkeit verloren habe. Da ist der ganze Körper im Prinzip jetzt wieder unter Spannung. Du hast mehr Körperspannung, weil du von unten raus einfach mehr Stabilität aufbauen musst. Und das ist schon schwierig. Jetzt ist es nicht mehr ganz so easy. Merkt man nach hinten plötzlich. Ja. Genau. Ja, weil du von unten auch viel mehr stabilisieren musst. Und natürlich jetzt der zweite Satz ist natürlich die Muskulatur jetzt schon etwas. Komm, du kannst aufhören, jetzt ist gut. Genau. Okay, jetzt weichst du aus. Gell? Und dann, rutsch ganz nach vorne erstmal. Schau mal, dass du den Fuß nach vorne. Genau. So. Ja, ich wollte hier, dass ich hier fest drin bin. Genau. Halt, ne? Greif mal ganz, und ziemlich breit greifen. Gell? Ziemlich breit und mit dem Oberkörper leicht nach vorne gehen. Genau. Geh nach vorne. Okay, und jetzt ziehen. Genau. Und dynamisch anziehen und ruhig nachlassen. Gut. Sehr gut. Genau. Oberkörper bleibt immer schön gerade und da geht es jetzt richtig schön den ganzen Rückenmuskel, der geht bis hier unten ran. Und der ist halt auch wichtig, wirklich, der ist fürs Golf halt auch sehr wichtig, weil du brauchst halt auch diese Kraft, das ist ja diese Zugkraft, die du dann für den Schläger unten brauchst, dass du die Schlägerkopfgeschwindigkeit überhaupt aufbauen kannst, finde ich. Ja, definitiv ist einfach, Ganzkörperstabilität ist einfach wichtig. Ja. Und das ist jetzt eine Übung, ein Klassiker ist Latissimus ziehen, das ist wie eine Klimmzugbewegung, das ist die Basisübung, das ist eine Basiskraftübung, die praktisch, egal ob du Golfer bist, Tennisspieler, Skifahrer, ist völlig wurscht. Es ist einfach ganz ein wichtiger Muskel, weil es einer der größten Rücken oder der größte Rückenmuskel ist, der Latissimus. Genau. Und wenn ich die Übungen im Winter nicht mache, dann habe ich im Sommer Probleme mit dem Rücken und dann tut mir der Rücken weh. Wir verlieren natürlich, je älter wir werden, jedes Jahr an Muskelmasse, wenn wir nichts dagegen tun. Und Golfspielen im Sommer ist super schön, aber Ausgleich, um die Muskelmasse zu erhalten, ist halt wahnsinnig wichtig. Und wir verlieren pro Lebensjahr 1% an Muskelmasse, wenn wir nichts machen. Jetzt kommen wir zu unseren Lieblingsgeräten. Jetzt zeigen wir das von der Alex, das Lieblingsgerät, das Hassgerät. Das kommt jetzt von der Alex, weil da muss man nämlich noch mehr dran arbeiten. Aber da wird es ja schon besser, aber das zeigen wir jetzt. Ihr braucht die Übung, wirklich die Übung. Wenn ihr Sender habt, das die Übung hat, ist das perfekt, weil das hier
diese Bewegung einfach stoppt oder auch umsetzt beim Golfen, dass ihr die Hüfte bewegen könnt. Ja, ist ja oft dieser Shift, den man beim Golfen hat. Ja. Da geht es halt wirklich schön in diese Seite rein, diesen seitlichen Shift. Und das Trainingsgerät ist eigentlich ganz simpel, weil man arbeitet mehr mit der Schwerkraft. Das heißt, je schräger ich das Gerät einstelle, umso intensiver genau. ist es. Wichtig ist, dass man schön aufrecht bleibt, auch wieder Gesamtkörperspannung. Aber das ist gut, die Alex hat am Anfang mit waagerecht gearbeitet und jetzt arbeitet sie schon mit der leichten Steigung. Genau. Ich mache es aber trotzdem nicht. 20. Okay, Pause. Reicht. Genau, bleib schön gerade, genau, gerade Rücken und dann sieht man jetzt wieder richtig schön, wie es hier in diese Seite reingeht. Genau. Oben bist gerade, stabil und kommt hier nur diese Körperspannung. Sehr gut, super. Ja, das ist super bei den Frauen, wenn die mit dem Arsch wackeln. Ja, super. Ja, ist schon klar, du magst immer nur das, was dir am leichtesten fällt. Mein Lieblingsgerät, weil das, diese kompletten kleinen Muskulatur, die du beim Golfen fürs Stehen brauchst, wenn du mal im Bunker so schräg stehst oder du hast dann komischen Kanten oder so stehst du, dann sind solche Übungen einfach wichtig, dass du immer noch einen stabilen Stand hast, auch in unmöglichen Lagen, bergab, bergauf Lagen und so. Und deswegen mag ich die Übung total. Ne? Das ist dieser gesamte untere Bereich, die ganze kleine Muskulatur. Habe ich da recht? Ja gut, das ist halt der Therapiekreisel. Der ist mega instabil und dadurch bist du halt vom Sprunggelenk übers Kniegelenk gefordert und musst halt extrem schnell reagieren. Und das ist halt auch was wieder koordinativ parallel zur Kraft einfach ganz wichtig ist. Und das sind echt schwierige Sachen. Es ist so, du tust dich am Anfang schwer, zweibeinig. Dann so nach einem Monat ist es wirklich so, dass das langweilig ist, weil die kleine Muskulatur sich aufgebaut hat. So ist es bei mir. Und dann kann man es auch einbeinig machen. Dann wird es aber auch, da muss man schauen, dass man was hat, wo man sich festhält, nicht, dass man dann umkippt und dann ist muss man schon aufpassen. Leichte Verletzungen. Sauber. Das kann man machen, wenn man in die Knie geht oder man kann es auch machen, wenn man aufrechter steht. Genau. Jetzt, wenn es gut bist, dann kannst du dich ein bisschen drehen. Ja. Und drehen. Genau. Gut. Genau. Punkt am Boden suchen. Jetzt habe ich halt überhaupt nichts, wo ich den Spiegel sonst Ja, such dir mal ruhig einen Punkt am Boden, so 2 Meter vor. Nee, am Boden, ich habe ihn da hinten. Okay, noch besser. Genau. Sehr gut. Und das finde ich halt eine extrem wichtige, interessante Übung. Genau. Jetzt am Anfang von der Saison ist das echt schwierig, aber dann so in ein paar Wochen. Sehr gut. Hat bestimmt wieder Bösheit gesagt. Gut, sehr gut. Aber das war halt der Wunder. Genau, Punkt fixieren, ausbalancieren. Sehr gut. Man hat halt permanent Bewegung. Da ist Yoga extrem. Du musst permanent ausgleichen. Das ist halt der Punkt bei diesen instabilen Schichten, dass du permanent ausgleichen musst. Ja. Ja, da ist nie Ruhe. Sondern kannst du nie ausruhen. Der Körper muss immer reagieren. Du musst unwahrscheinlich konzentriert sein. Genau, bist fokussiert. Genau. Genau. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Das ist mal ganz wichtig, dass ihr was mitnehmen habt können, weil ohne Fleiß kein Preis. Das und mittlerweile muss ich sagen, bin ich also wirklich dreimal in der Woche mindestens da. Es macht Spaß, man merkt, man ist fitter, auch jetzt auch aufgrund natürlich unserer Corona-Situation, wo man sagt, Immunstärkung. Und wenn ihr besser werden wollt, wie schon gesagt, ohne solche Übungen und ohne Fitness kommt ihr halt nicht weit. Oder ihr macht 300 Liegestützen am Tag, das hilft auch. Na? Alles klar. Vielen Dank. Und vielen Dank, Anne und das aktive Medici-Team. Echt super. Vielen Dank, dass wir das hier machen konnten für euch. Also, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus. Servus. Ciao. Servus. Danke.